Is he allowed to give you a high five? Hey, yes. Thank you very much. Cool. Thank you very much. Realisht du të me marrë dhe leje, sepse me pak tu mrapa me këtu i kamrat janë pak dhe një 20 truproja, që janë tu, po janë këshu, nga këto kafshat e mlaja që pak me lujt diçka. He said we have to ask you for permission because there are a lot of bodyguards here watching you and we don't want to risk anything. Do you have? Do you usually travel a lot with bodyguards? No. I travel alone. I don't need any bodyguards. Scan avoid you know bodyguard. So, what do you think? Why our Albanian VIPs travel around with bodyguards? And you, the big Hollywood star, without? Because I'm James Bond. That's the difference. So I don't need bodyguards anymore. Kjo është dallimi. Kjo është James Bond dhe edhe nuk ka nevojë për bodyguard apo thotë. Merrni më shembull, merrni më shembull, mëse i lat parë ty pagu ka 20-30 euro bodyguardat një unik për mbrapa kishe. Merrni më. Kjo është bodyguard i vetes ndoshta. Your own bodyguard. You don't I'm need. I'm my own bodyguard, yes. Ja. E, po ja kthe kryta ndesë thonë mu shejtë oni. Okay. So is this your gun that you need for protection or for your missions? For the missions, no. For the permission. Only for the missions. For the mush shaitani. I didn't just pray me kalzu mos selekte si thonë mush shaitani apo s'është në anglisht kjo. Besoj që në anglisht nuk e kupton. Okay, sa qëllimi vizitës tuaj në Zvicër, pse ka ardhur në Zvicër këtu? So why exactly are you in Switzerland? What's the purpose of your visit? The purpose is this show now. So I'm very happy to be here. Karth për në emisionin edhe po thot faleminderit që mui më konë këtu. From emotion, ich weiß nicht was ich frage. He's really nervous, he says. Okay. So he's okay. 100% no problem. Excited about this interview. Ata pysim ose din edhe tjera gjuna nashta? Yeah. Do you also speak different languages, for example German? Yes, we can do that. Ah, do you speak German? German? A little bit Swiss German, a little bit, yes, of course. Edhe Zvicranche, po. Edhe Zvicranche. Jo, e. A din me fol, ja, dhe më thonë, a din të më ndush nga të fol Shqip, tash, kur më fol Gjermanisht, të më ndoj se më duket... Provoj një herë, bërë një nëjë. Du shpreks Deutsch? Yes. Du fërstosh mein Deutsch? Ja, ich verstehe den Deutsch. Wirklich? Ja. Du kannst viele Sprachen sprechen. Ein guter Agent sollte das können, ja. Një agent i mirë duhet me ditë me folë disa gjuhën. Ej, shumë interesant, thonë dhe, për ne po vlasim Gjermanisht më letë kemi, pra. Ja, dann sprechen wir besser Deutsch, oder? Oder Schweizerdeutsch geht auch, Schweizerdeutsch. 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 Magst du Schweizerdeutsch reden mit mir? Ja, Katonarski-Deutsch. Sa gjuhë i flet? Katonarski-Deutsch. Also, flasim tamam të shisi, që është për të folur. Thonë dhe kemi në Folship Show një njëri i cili kërkohet, shëtit gjitha në i botën, ftohet nga shumë bizneset të ndryshme apo njërës si Daniel Craig. Po me emrin? Po. Me emrin James Bond 007, 007. Kështu që kemi thonë dhe sozin e Danielit në Folship Show-në, ku vërtet nuk mundesh me ndru pika spresje, realisht të mbrapa është fotoja reale e James Bond, kurse përpara kemi Martin Langanke. Yes, Martinin këtu i cili është original. Me Duart Rokiti, unë big up Jonas Vite! Hey, das ist sehr interessant, Martin. Ja. Sehr interessant. Danke dir. Und Kompliment und vielen Dank für deine Zeit. Heute, sehr gerne, sehr gerne. Duket, i dhash i komplimenti, i thash faleminderit për kohën që është thonë në Folship Show, është sozia edhe një herë e Daniel Craig, aktorit starit madh botëror Hollywoodit që siç njihet si James Bond, e kështu që thonë e kemi ftuar në Folship Show për ta pyetur pak a shumë për rreth jetës ti, se si e bën jetën ky, se realisht e ka shumë të vështirë tash nëse un kam pas rastin ta njoh i ditë më përpara, jo i ditë më përpara, para disa ditësh, edhe duke nejtur me të ndërtuar, duke bërë një gjirim që regjistruam së bashku me Rinard Leshen, disa njerëz zviceran në rrugë ndalonin duke bërë foto me ta. Ja, erzählt gerade von der Situation, wenn ihr zusammen am Film gsi sind auf der Straße und sehr viele Leute angehalten zum Fotos mit dir machen. Ja. Tani, ju nuk jeni James Bond, por sa ndjeheni duke të përmendur çdo ditë si ai, çdo orë, çdo javë, duke ardhur njerëzit me bë foto me ty.
Sind die hier nicht James Bond? Du bist ja offensichtlich nicht der James Bond. Aber nach all diesen Jahren und Leuten, die dich ansprechen, mit der Fotoevent machen und all deinen Aktionen, wie sehr fühlst du dich als James Bond? Ja, das ist noch ganz lustig. Eben, ich mache das jetzt wirklich jetzt seit über 15 Jahren. Ist ja passend, wie der Bond geht. Und so mit der Zeit rutschst du wirklich so in die Rolle rein. Gell? Also es ist wirklich... Du fühlst dich natürlich wirklich immer mehr wie ein James Bond. Mas just as I co-op, I thought, packen in wird in James Bond. Just mach schon. Das Interessante ist ja, dass ich aus meinem Leben raus interessante Parallelen habe. Ja, also ich habe Kampfsport gemacht, ich habe den Waffentragski, ich bin ausgebildet von der Polizei, von dem her. Also es sind alles Sachen, die gut dazu passen. Also ich habe diese Parallelen, jeden privaten. Beispiel, ich habe die Chance, mir meint auch die, den, in jeder Art der Martialien. Und du bist noch trainiert, also du hast einen Waffenschein, du bist im Kampfsport. Ja, genau. Und dann Ausbilder von der Polizei. Ganz genau. Ah, er kann passen sim ga Polizia. Da muss dann der Typ trainieren mit Polizien. Kalien mit meint auch die. Er den in jeder Art der Martialien. Okay. Ja. das bëj pyetje tjetër që duke lëvizur ti çdo ditë kur ndalon policia. Si reagojnë? A të njohin, s'të njohin, a kanë një reagim, a thonë wow, po dukesh sikur ai apo kanë si wenn du von der Polizei angehalten wirst auf der Straße im Auto zum Beispiel, wie reagieren sie denn? Also denken sie im ersten Moment, sie haben wirklich den Schauspieler angehalten oder wie ist ihre Reaktion? Das ist eine gute Frage. Also ich komme ja aus dem Thurgau. Kyvianga Kantoni Thurgau. Und im Thurgau kennen sie mich natürlich. Gell? Und ich bin tatsächlich in eine Kontrolle reingekommen. Gell? Und dann haben sie gesehen, im Prinzip, wer da hinfährt. Und dann haben sie gesagt, oh, James Bond. Hat hier nur in mir, oder nicht wenn, kann Kanalpolizei. Also dann haben sie lustig reagiert. Ja, ja, dann sagen sie, alles klar, kannst du durchfahren, ist gut. Ja, ich kann dann willst du gehen, willst du nicht. Wie in Albanien, oder? Ja, vielleicht, ein bisschen da. Genau. Hey, hast du Alkohol getrunken? Ja, egal. Das nicht. Kur e kuptove, në çfarë moshe e kuptove, apo e ke kuptuar që ditën e parë që është shfaqur James Bond në ekran, apo kur e ke kuptuar që ti e ke ngjashmërinë e njëjtë me atë? Wann hast du zum ersten Mal festgestellt, dass du ihm sehr ähnlich siehst, im Daniel Craig? Festgestellt habe ich es selber nicht. Das war mein bester Freund. Der ist zu mir gekommen, als er dann ins Kino gegangen ist, bei Casino Royale, beim ersten James Bond Film. Ich schocke schon mein Gustig, ne? Ich habe schon keine Mama geschaut, Film in Cagadal, ein paar Aktoren Daniel Craig, der Ei, ich habe Kontakt zu. Okay. Ja. Und dann hat er eben gesagt, ich sehe so aus wie der neue James Bond, ich müsste etwas machen. Oder? Und ich habe gesagt zu ihm, lass mich in Ruhe mit diesen Sachen, weil ich habe dafür keine Zeit. Ich habe ein Geschäft mit 50 Leuten und das hat mich nicht interessiert. Wenn du gerade bei Kino machst, direkt kannst du den Schock wissen, dass ich gesagt habe, du bist besser als James Bond, die tut mir gut mit diesem Fakt. Und in diesem Moment nicht kannst du mir den Jungen hitzen, weil du passt 4 mit 50 Personen und du passt jeder Punkt. Okay. Ja. Und zwei Jahre später ist er dann wiedergekommen, wo sie dann in Bregenz betreut haben für Quantum of Solace und er hat gesagt, also, jetzt gehen wir dort hin, ja, mit zwei Bodyguards, mit einer Limousine und zeigen dich dort mal. Du weißt, man wohnt hin, kann Jeroen Switzer für Filmen in Deutsch, der Adher kann, wenn du es getan hast, ich mache ihm den Bodyguard, ich mache ihm eine Limousine, dann gehen wir mit dir an zu Jeroen. Und nachher sind wir dort zum Filmset. Genau, dann bin ich dort zum Filmset, oder? Und die dann zwei Wochen später haben sie mir dann telefoniert und haben dann gesagt, ich darf als Picture Double in dem Film mitmachen. Und dann habe ich auf mal von einem Produzenten den Film mit James Bond. Ich kann Kontakt und Telefon, und ich kann dann zu Kügelsonne Ponu ein Set, ein Filmset in James Bond, sie Picture Double. Und als Picture Double durfte ich eine Szene, durfte ich dann für Daniel Craig durfte ich drehen. Und nicht gehen, dann Kagutsume Jiro per Aktorin Daniel Craig. Und so bin ich jetzt in diesem Film Quantum of Solace ganz kurz zu sehen. Das ist schon für den Moment schon zu kurz ein Film in Quantum of Solace. James Bond, die Nummer 3 mit den Aktoren. Das ist eine. Docket für den Moment schon zu kurz. Das ist eine große Ehre für mich. Hast du in der Mouth gemacht? Okay, du hast mal von Agenzia e James Bond Literal e ka kontaktuar këtë. Masi që ka shku atje ku janë kontugjiru për filmin e dytë, a e ka shku për shpas. A e ka takuar ndonjëherë ky vetë personalisht? Hesht që Daniel Craig selber shumë altrofe? Aber nicht so wie ich wollte.
Po, amo jo ashtu se qysh kish pas qef. Ja. Foto, ke bom ete? Er war sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr aufgeregt ein bisschen, als er mich gesehen hat. Und er hat mit mir kein Wort gesprochen, er hat mich nur angeschaut, von oben bis unten, oder? Und er hat sich umgedreht und ist wieder weggelaufen. Si tu pas shumë emocione kur e ka pa për herë të parë. Ai kur ka pa këtë. Ja. Sepse u kon para Martinit e ka kshyr, kret rrotull, edhe u kthy edhe ka ik. Po thot. Wenn geht das Interview in Blick? Te titulli kryesor, çu është titulli kryesor, çu është? Schlagzeile. Schlagzeile ist Daniel Greg hat Emotion von Martin in diese takim, oder termin. Ja. Ja. Cilat janë limitet tua të përdorimit të imazhit të James Bondit? Deri ku mundet ky me përdor imazhin e tij? A mundet me përfitu përmes imazhit të tij? A mundet me luajtë role si James Bond? A mundet me shku në vende të ndryshme ndërkombëtare si James Bond apo jo? Was sind so die Grenzen von deiner Aktivität als Double? Kannst du damit beispielsweise irgendwelche Events gehen oder irgendwelche Kampagnen machen? Was kannst du damit machen und bis wo geht's? Also, das ist eine gute Frage. Es fängt wirklich tatsächlich an von einem ganz normalen Geburtstagsfest bis zu dementsprechend Commercial-Videos, die ich bis heute gemacht habe. Auf hier per Declindie, oder per Videokommerziale Reklame. Und jetzt im nächsten Jahr, beziehungsweise vor zwei Jahren schon, haben wir noch einen Kinofilm gemacht, aber der ist nur in Deutschland ausgestrahlt worden. Also, Paratüvite kann man einen Film Kinematsch und kann da in Germanien per Kinema. Ja. Und nächstes Jahr, 2024, machen wir dann einen 90-Minuten-Kinofilm, auch wieder für Deutschland. Also, ein Witten Arzt schon mal Peter Buin, also nicht jeder Film per Trägung in Germanis. Okay. 90 Minuten. A kete juar je kemi edhe në një James Bond shqiptar? A e ke parë ndë njëherë apo jo? Se e kemi edhe në një pothuaj se shumë i ngjashëm. Edhe ai del media dhe ai është aktiv, realisht emrin nuk ja di se si e ka, por e kam parë në ekranet televizive dhe në rrjetet sociale që i ngjan shumë. Ky ka dëgjuar diçka? Hesh shumë afër me albanishë James Bond double gehört. Der gesagt, dass er schaut teils in der Medien schon gesehen, er weiß jetzt den Namen leider nicht. Nein, habe ich noch nicht gehört. Nein, habe ich noch nicht gehört. Okay. Wir müsstet euch mal vorstellen. Gibt es eine, ne? Ja, wir haben eine. Okay. Ja, wie genau gleich. Ist auch wie Daniel Craig, oder? Ja, ist cool. Und er auch ist viel in Medien. Okay. Für Interviews und so. Okay. Ja, ist interessant. Speziell. Wenn kur ti del në rrug, je në restaurant, je dikund në Gjermania, apo në Zvicër, apo në Austri, shikoj njerëzit, a ka pas rast të marrë njerëzit me të pyetë, hey, a jeti i vërtetë apo a jeti James Bond apo jo? Wenn du unterwegs bist in der Schweiz, in Deutschland, diçka interessant që të kanë ndodhur. In Österreich oder sonst nëmet, kommt es dann vor, dass Leute auf dich zukommen und fragen, sorry, sind sie der Daniel Craig? Das ist eben interessant. Also in der Schweiz ist es wirklich so, darum sind auch alle Schauspieler da und auch die Formel 1-Fahrer, da wird kaum einer direkt angesprochen. Ja, also das ist dann wirklich so. Aber hingegen, wenn du so einen Kreis würdest ziehen, die Schweiz um von 100 Kilometer, dort ändert sich die Situation komplett. Also so. Also das ist schon interessant. Du und Schweizer nicht gehen fort mit voll. Selbst hier ist Kultur. Du kannst schon nie erst famschen Prominente an gar keine Boote, die wir hier tun. Selbst ich leine auch hat Prominente. Dann kann ein paar gemein Distanzen. Aber die Medaille wird im 19 Kilometer an jahres Schweizer ein kreativer Boot. Ich fand das hier für dich. Aknaschisch? Wie fühlst du dich dabei? Also findest du das etwas Cooles? Ja, es ist eigentlich schon lässig. Gell? Also ich meine, wer darf schon in die Rolle hineinschlüpfen von einem James Bond und wird dann als solcher dann nachher schlussendlich erkannt, oder? Ich meine, das ist schon, ja. Papa thot, die doket interessante Pelchenze, ob nuk e kann. Ka shumë pak njerëz që kanë këtë mundësi me jetu pak, ose me një vetin pak si James Bondi me jetu në këtë rolë. Sa dashnore ke momentalisht? Wie viele Geliebte oder Freundinnen hast du momentan? Also ich habe eine Frau daheim, gell? Also so legal. Ganz legal. Illegal, wie viel? Und illegal, top secret. Ja? Top. Hey, shumë interesant. Shumë interesant. Ky njeri nuk guxon me dalë jashtë Zvicrës. Thotë që në Zvicër më lejnë rahat sepse si shnifet kultura zvicërane dhe shumë prominente në yje botëror vinë në Zvicër për të qetësuar, për të jetuar jetën e tyre, për të larguar nga ajo stresi i imazhit publik dhe jetës përditshme ku njerëzit kërkojnë të lodhen, kërkojnë foto, gjëra të ndryshme.
Po të mëtoj me dalë në Gjermani apo në Austri, këte shkatrojnë me foto, me autografe, me gjëra, me sene. Kam dëshirë me ditë qëfar ka përjetuar diçka shumë interesante në këtë rol, në jetën e ti që i kam betë në menje, nga fansat e ti ose nga njerëzit që i kam parë në rruga. Ka diçka interesante që i kam betë në gokë që ky nuk e harron dot. Was ist so das Eindrücklichste, wo du erlebt hast in der Rolle als Double oder generell in deinem Leben, seit die Filme rausgekommen sind? Also das Eindrücklichste ist allgemein für mich, ich hätte nie gedacht, oder, dass so ein James Bond Lookalike oder James Bond Double überhaupt gebraucht wird auf dieser Welt. Oder? Und das ist für mich schon eindrücklich, dass man da so viele Sachen damit machen kann. Ich kann ja doch schon zu dir und von nuk ist besucht, monat me bo katschum me ket fakt, që po doket njajt. Ajo e ka bo përshtypje. Und natürlich ist die Geschichte mit Quantum of Solace ist natürlich schon das, was mir den Startschuss gegeben hat und was mir irgendwo den Weg geebnet hat, dann auch für die James Bond Karriere. Ja. Und das ist eine sehr eindrückliche Geschichte. Ich habe auch ein bisschen schon normal Fakt, ich habe mit Medaille in Filmen gedacht. Quantum of Solace, per një moment që kurët. Ein Quentin Trost. Ore, kur delë këta filmat, ti apaguhesh si James Bond i vërtet, apo më pak? Jetzt, wenn du in diesem Film mitmachst, wirst du dann wie der richtige James Bond zahlt oder weniger? Leider nicht ganz. Ich glaube, darum habe ich auch eine Chance auf dem Markt, oder? Weil wenn es der richtige James Bond würdet wollen haben, dann müsste es eben zu viel ausgehen. Und mit mir haben sie eine gute Alternative. Also, nuk e pagojnë atë shumë si James Bond in real, po kjo është edhe diçka e mirë, është avantaj, sepse nëse nuk kanë pare me angazhu James Bond in ose Daniel Craig, mund me angazhu këta për reklame, eventet e ndryshme, për ditë lindje e kështu më radhë. A më humbet, pastaj James Bondi humbë shumë oferta për mes Martinit. E verlyrë të echti Daniel Craig është një fili Angebot wegen dir. Ich glaube nicht, dass er wirklich darauf aus ist, um solche Angebote zu machen, weil da war er ja im Prinzip schon, hey, jetzt macht er die neue Filmreihe, oder, mit Glass Onion und Knives Out, oder? Und ist scheinbar in der Zwischenzeit der bestbezahlte Schauspieler der Welt da damit. Also, ich glaube nicht, dass ihn das interessiert. Sonst nuk interessiert schon per Offerta CMR, momentan ist so, ich hast Aktori, mai pagum ein Boot momentan ist. Ai punon diçka tjetër, apo ti jeton me të ardhurat që të kërkojnë njerëzit në këto evente të ndryshme? Schaffst du noch etwas anderes oder langt das, was verdienst quasi mit all den Aktivitäten als James Bond? In der Theorie könnte ich von dem leben, von dieser James Bond-Geschichte, aber ich habe nie auf die eine Karte gesetzt. Ja. Ich kann mich auf duschen, me pas dasht, mit dem me jetu prej që ka merë si James Bond. Kisht të mujt, pra të më fa. Kisht mujt, amo kur nuk u angazhu vetëm në atë drejtim. Ja. Und heute bin ich als Sales tätig für die Firma 2.jobs. Edhe sot punon në shitje për firmen 2.jobs. Ah, 2.jobs. Ja. Me kenet besitzer. Christian Oroshi. Christian Oroshi! Grüß für uns! Ah, super! Dhe më thonë, punon për një firmë të një shqiptari, eh? Bravo. Ja, und er ist Albaner besitzer von dieser Firma. Ja, korrekt. Super. Korrekt. A të folin më shumë femrat apo me shkujt në rrugë? Wirst mehr von Frauen oder von Männern angesprochen auf der Straße? Das ist noch interessant. Also hier in der Schweiz, wenn ich angesprochen werde, mehr von Männern. Tun die Schweizer mal schon bei Meschkowen. Weil das sind Fans. Das sind richtig Fans von 007 Filmen. Oh, okay. Und das ist halt schon etwas Spezielles. Also hier haben Fans auch viel mit James Bond. Und im Ausland sind es interessanterweise mehr Frauen. Ja, das Schweizer ist mal schon Fan. Okay. Okay, Vleser Motra, përngjajnë noch njërin nga Vleset tu, apo vetëm i jetishtë në gjanë? Hast du auch Geschwister, also Brüder, die auch so aussehen wie der... Brüder nicht, und meine Schwester sieht hoffentlich nicht so aus wie er. Also von dem her. Blazer, jo, edhe Motra i Shala nuk doket si. Also. Ist eine falsche Frage von mir. Der ist mir pyet, a ke Blazer që i ndajnë, po pyet, a ke Blazer Motra, në fakt. Çfarë bën ti në jetën normale, Martin, përveç punës? Kur vishesh, kur del, kur darkon, drekon, kur del me familje? A vishesh kështu siç je sot me rrobat e James Bondit apo vishesh thjesht që mos më të njohë njerëzit dhe a maskohesh për mos më të njohë njerëzit më të pengu prasta të njohin apo del kështu lirë dhe ty të pëlqen ajo pjesa ku të flasin dhe të njohin? Wenn du privat unterwegs bist, also jetzt abgesehen vom Schaffen, leistest du dich dann auch so schick an oder eher weniger, also bist du eher versteckt oder vielleicht sogar maskiert, dass du nicht angesprochen wirst oder angeschaut? Also weder maskiert noch versteckt, oder? Aber wir haben festgestellt, also ich lege mich gerne so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wirklich, das gefällt mir.
Aber ich bin auch so ein bisschen der legere Typ, oder? Also ich bin auch gerne so dem ganz normal casual unterwegs, oder? Und wir haben einfach gemerkt, dass der Daniel tatsächlich fast die gleiche Garderobe hat wie ich. Also wir müssen etwas klarstellen, gell? Der Daniel ist ja mein Doppelgänger. Ja? Weil er ist anderthalb Jahre jünger wie ich, oder? Daniel, hast du so sehr ich dich? So zu Ayash Meyer ist ein Typ. Sorry, ja. Wir haben falsch gesagt. Ja. Er ist Daniel die Stube, ist so ja. von, genau. von Martin. Ja. Er hat die Garderobe kann schon nicht. Plus, Cordel privat, ich bin schon, wie du auch gesagt hast, Chef Medal, mal locker, mal leger. Mal locker, aber... Absolut. Aber dort muss man Maske packen, muss man nicht mehr sitzen, aber ja. Maskieren oder so, tust du dich aber nicht. Kapelle oder so? Nicht. Nein. Okay. Weißt, ich bin schon immer so gewesen. Also ich habe mich ja nicht verändert extra für die Rolle. Also ich bin seit 30, 40 Jahren laufe ich so umeinander, wie ich jetzt umeinander laufe. Oder? Also ich muss mich nicht verstecken. Oder? Aber du hast viel umunterschaut, pre-checkadal die Rolle, selbst wenn du jetzt mal nicht. Du hörst Wettbewerb einfach. Ja, du bist einfach dich selber schon ganz immer gewesen. Ganz genau. Interessant. Ja. Ja. Wie viel so, wie viel Zusammenarbeiten, Videos oder Sachen, Aktivitäten hast du als James Bond im Jahr plus minus? Wir haben mal geschaut, so die letzten drei Jahre sind es im Schnitt zwischen 30 und 40 Aufträge. Der Cutter, der Engagement kann wissen, in keiner Rolle. Oder, aber es kann schon Baba jetzt näher in Amerika mit Pushimen, der geht auch in einer Nähe. Das kann man sich. Ist dein Vater per Zufall mal in den USA in der Ferien und hat vielleicht seine Mutter kennengelernt? Ich würde es vielleicht anders sagen, wo war meine Mutter? Gewesen, oder? Also, was war noch nicht? Ah, muss ich noch nicht. Ich habe ein Schiptar hier fotografiert, wie alle hier. Ich habe ein Schiptar hier fotografiert. Schiptar hier viel gestanden, Baba, ich mache ohne dir. Ich habe gesagt, ich habe noch eine Nona, ich mache ohne dir. Hey, sehr interessant. War das? Ja, das ist wirklich. Was ist Kitty in die Brüte? Zielat ja ein Hobby, du. Ich kann mehr als Jahrstag tun, engagieren, wenn ich Kitty tun. Was hast du schon noch so für Hobbys abgesehen? Von der James Bond Rolle oder von deiner Arbeit? Ja, ich bin natürlich ein bisschen ein Adrenalin-Junkie, oder? Das haben vielleicht schon mitgeteilt. Und ich mache sehr gerne so Bungee-Jumping und Helikopterflüge. Aber sonst halt viel Sport, gell? Weil in dieser Rolle von James Bond musst du natürlich auch den Sport machen. Auch in dem Alter, mein 56, gell? Da musst du schauen, gell? Ich bin schon um Adrenalin. So die Bungee-Jumpings, die ich mir per Thüschipato gesehen habe, c'è anche l'Iden. Ok, oh. Ado Xen, ja. Cosa... Ci conme flutte rume helicoptera, xe sanet in drishme, plus ade ashum sportif. Dome than. Per change, dome than sanet me adrenalin. Adrenalin. Action. Ok. Wie der echte James Bond. Ja, ich liebe das. Es gehört zu mir. Das gehört zu meinem Leben dazu, ja. Schon immer. Da da koje original, da si James Bond in vërtet. Çfarë do i thoje? Çfarë do të doje me ta? Was würdest du? Unë jam James Bondi tash në këtë moment. Wenn er jetzt der also der Daniel Craig war, was würdest du ihm sagen, wenn du mal so würdest begegnen? Hast du das schon mal überlegt? Das wüsste ich ganz genau, würde ich sagen. Ein Ding, nicht Daniel. Es ist Zeit, dass wir endlich miteinander ein paar Bierli trinken und über Gott und die Welt reden. Das ein Art Coach, na du da im de kunde dei pim do bier, bash kada folim per temat ndryshme. Bravo, da besoi ich doch ist der Plan nur da über mir Victor Bira. Das hat er sicher akzeptiert, sagt er. Ich denke auch. Besonders aky. Para mendo pastaj kishim diskutu edhe ju se ka çelur janë, ta kishin diskutuar, mos hakon babi jam këtu, mos hakon mami jam këtu, kishin hapur të muhabete. Er gesagt, dann hat er wahrscheinlich drüber geredt, hey, ist vielleicht mein Papi oder meine Mami Idee gsi oder. Vielleicht wir sind Brüder. Hätte denn mal geschaut, irgendwie. Noch deine Vlezer auf la, nu gediet. Oder? Vielleicht sind ihr ja Brüder, sagt er, und ihr wisst es nicht. Das Interessante ist ja, damals bei Quantum of Solace seine Maskenbildnerin, die ihn seit 7 Jahren begleitet, oder? Die ist dann so hinter mir gestanden und hat gesagt, oh, that's the same like him, oh, the same hands. Und ich so, hey, sorry. Kurkadal hat in Filmen gedreht, ein Make-up-Artist, ja, original, Daniel Craig. Er hat geschürt, analysiert und geschürt, weil er gesagt hat, kriegt Krühen, die nicht fliegt, die durch die Analysen, weil er kriegt nicht, die ist original. It's not normal. Nun, kann geschürt man schon, wenn du durch die Mehr hat sie nicht angeschaut, die Hände und den Kopf. Seine damalige Partnerin ist dann noch reingekommen in diesen Raum, oder? Und sie hat ihm gesagt, schau mal, Suzuki, er schaut so aus wie dein Mann, oder? Und sie hat gesagt,
Oh yeah, it's great. And he's a pull. Daniel Craig ka dal tani ka hjetje në dhomën e njëjt, edhe ajo me ka partisja e ka thën partnerës kshyr, a mos po duket bash si burri yt, edhe ajo e ka kshyr edhe ka thën vërtet po duket krejt njëjt. Realisht Daniel Craig bën edhe skena erotike në filmat e tij. Er macht ja auch erotische Filmszene, der Daniel Craig. Në çfarë se do të ofrojë një rol ty në Zvicër? A do e kishe realizu një rol t'il dhe a do t'kishe lën burjet, do më thonë gruja jote me realizu? Wenn du so ein Angebot für einen Film in der Schweiz würdest bekommen, würdest du das machen und würd deine Partnerin das erlauben? Ich glaube, meine Partnerin würde es erlauben, das wäre nicht das Thema von dem her. Wir haben es sogar, sogar für eine Werbung. Ui, Gruhe! Also nicht, dass du siehst, was für eine Frau er hat. Ein Moment. Also da geht es nicht um, also erotisch nicht, ist für mich erotisch. Nicht, und nicht, nicht 100%? Nein, nicht 100%. 70%? 99%, ja, okay. Eine muss raus. Immer Reserve. Okay, bukur. Tani të kalojmë par rolin e James Bondit, ta bëjmë një pyetje. Ti në jetën e përditshme punon në një firmë, por deri tashi çfarë din për shqiptarët? Sepse ky emision është për të lidhur kulturat tona, zvicrano-shqiptare ose shqiptaro-zvicrane. Në realitet, çfarë din për neve shqiptarë? Çfarë opinioni ke për shqiptarët në përgjithësi në Zvicër? Si e ke parë imazhin e shqiptarëve para 20 viteve, 30 viteve? Si e shikon sot? Çfarë mendimi ke sot? Çfarë mendimi ke pas dikur? Genau, das ist ja eine albanische Fernsehsendung. Was ist deine persönliche Meinung oder was weißt du über die Albaner? Wie denkst du über sie oder über das Image von den Albanern über die letzten Jahre? Was hast du persönlich so ein bisschen mitbekommen? Man muss jetzt ganz, ganz ehrlich sein, gell? Also das ist für mich im Prinzip, da habe ich keinen grossen Einblick gehabt. Ich hatte dort mal ein Unternehmen gehabt mit 50 Mitarbeitern und da habe ich natürlich auch viele Albaner beschäftigt gehabt. Mhm. Ja. Ich habe eine Firma, Pazet.org, mhm. Und ich habe schon Shqiptar. Nuk po flasë vetëm për Shqiptarët e këtujt, edhe ndoshta dhe imagjin tonë në vendinjet tona, çfarë në përgjithësi si e ka... Efe im allgemein, also nicht nur die Albaner da, sondern einfach so... Flott, super Zweck, immer offen. Sehr ein toller Zusammenhalt haben, oder? Das ist etwas, was ich immer wieder anspreche, wo sure. Ich sage, das ist bei uns ein bisschen verloren gegangen in unserer Kultur. Ja, das hätte ich gern, wenn man das bei uns auch wieder hätte. Sinceret, ja. Habt po thoin, edhe qka i pëlqen shumë ashtë solidaritetin që kanë shqiptarët me zveti. Po ja. Thot që kjo ka hupa këtu në Zvicër edhe për Zvicërat të kish pas qef. Me pas këtë, sigur ne. Das ist etwas, was ich sage. Qka i pëlqen shumë, super. Kompliment. Ja. Wenn gamer zusammen in Kosovo und in Albanien. Sag du? Wirklich? Ja. Wirklich? Na klar. Gamer. Ich verstehe. Ja. Mit 007 in Tirana und in Pristina. Kështu që do na prisni mirë. Bëjmë një kërkesë, një pritje jashtëzakonisht mirë ta bëjmë për James Bondin kur të shkojmë në Tiranë në Prishtinë, edhe të bëjmë diçka të bukur. E kisha pas një pyetje, sa ju i flet edhe a njeh ndaj fjalë shqip, më na thon. Po, a, bravo, bravo. Hajde. Sprache kannst du reden und kannst du irgendetwas auf Albanisch sagen? Nein. Warte mal geschwind. Heide. 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 Nur das. Ja, es ist wirklich nur das. Nur das. Nur das. Keine nur andere. Nein, nichts. I'm sorry. Okay, Bubu, kurz wie in Kosovo in Schipri. Scheint, ich muss das noch lernen. Ja, wir bringen okay. Dir noch ein paar Sachen bei, bevor dann auf Kosovo oder da ist Albanien. Gut. Da machen wir. Okay, Bubu schon. Besser ist, ich habe mir auch einen Fund in der Wiese. Unë të falenderoj shumë Martin për kohën tënde që erdhe sot në Fullship Show dhe do të kemi kënaqësi që të ftojmë përsëri herë tjetër. Do jesh përsëri këtu në Fullship Show dhe do ishte shumë interesant që të bashkojmë edhe shqiptarin. Do ishte shumë interesant të bashkojmë edhe shqiptarin edhe Martinin edhe ta bëjmë një tjetër show. Është një tjetër që është sozia John Statham, aty aktori tjetër. Edhe ata ftojmë. Edhe ata ishte kanë shumë interesant më bo një treshe këtu dhe më kalu mirë. Vielen Dank für deine Zeit heute im Fullship Show. Sehr gerne. Faleminderit shumë, po e mbyllim bashkë, nuk po e largohemi me Martinin pra kështu. E mbyllim së bashku, kjo ishte intervistë me një zviceran i cili është i suksesshëm në Zvicër dhe në Europë, gjithandej në botë, në fakt figura e tij njihet në gjithë botën, sozia e Daniel Craig, ha? Po. E thash Daniel mirë? Craig. Ha? E kështu që e ftojmë përsëri hera tjera, ju falenderojm shumë nga zemra që keni qenë pjesë e Fullship Show sonte. Marash, vielen Dank. Arta, vielen Dank. Altin, vielen Dank.
Dankeschön. Der Allen Theater, Jupiter Theater, mit Duart Rokitje, mit Big Up, mit Jonas, mit Martini, Altini, Malashi, Arta, Mpuchekini. Pau!